Hallo zusammen, es ist schon der Dezember, es ist kalt geworden und es wird höchste Zeit, dass wir uns ausstatten für die neue Seeforelleneröffnung. Und dazu gehört auch, dass wir unsere Zügel neu machen. Ich will euch in diesem Beitrag zeigen, wenn ich Zügel inklusive Vorfach neu mache für die Brettli-Fischerei. Grundsätzlich einmal, ich habe meine Zügel ja immer auf der Zügelrolle. Ich fische mit 4 Brettli auf einer Seite. Und für jeden Zügel nehme ich ein separates Fach. Das ist mein äußerster Zügel. Ich habe hier die Zahl 75 hergeschrieben. Das heisst, ich muss 75 mal drehen, damit ich die richtige Zügellänge habe. Die richtige Zügellänge ist bei mir beim äußersten Brettli 60 Meter. Nachher kommen 50 Meter, dann kommen 40 Meter und dann kommen 30 Meter. Nach dem Zügel kommt ein Wirbel in den Zügelreihe plus ein Vorfach daher von 12 Metern. In Wirbel hänge ich das Blei ein. Gut, fangen wir an. Ich nehme den Zügeleinhänger, montiere den an ein 0,45er Fluorcarbon oder Fighter Schnur. So, ich habe es dahergeknüpft an den Zügeleinhänger. Um den einhängen, habe ich hier mit einem Kabelbinder einen Solidring montiert. Der steht hier schön ab. Und so kann ich es auch mit kalten Fingern ganz einfach gut da so einhängen. So, jetzt muss ich 75 mal drehen und dann weiss ich, dass die Zügellänge stimmt. So, jetzt habe ich nach diesen 75 Umdrehungen habe ich ein Wirbel montiert. Da tue ich ja nachher auch mein Blei einhängen. Und jetzt kommt noch das Vorfach von 12 Metern. Und da nehme ich jetzt einen 0,40er. Die einen fischen mit 0,35, mit 0,40. Manchmal fische ich sogar mit 0,45. Ja, das ist halt ein bisschen nach Erachtens, was man für Fischer erwartet. Oder auch wie klar das Wasser ist, was für ein Gewässer. Aber in dem Fall mache ich jetzt da ein 0,40 drauf, 12 Meter. So, als Abschluss von dem Vorfach habe ich den Einhänger mit einem Wirbel montiert. Und da dran her, tue wieder so einen Spanner her. Das ist einfach, dass der Zügel auf der Rolle sauber versorgt ist. Den kann ich jetzt da einfach so dran her spannen. Ja, ist eigentlich eine einfache Sache. Ganz wichtig ist, man sollte da wirklich jedes Jahr zweimal neu machen. Vor allem die, die häufig gehen, fischen. Ja, weil ich sage, die Schnüre die sind viel am Licht ausgesetzt. Die leiden, die Tragkraft die gehen runter. Knöpfe wären alter. Vielleicht hat man auch mal das Geluscht oder irgendetwas. Also sicher zweimal im Jahr die Schnüre ersetzen. Ich hoffe, ihr könnt etwas daraus nehmen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch schon ein gutes Petri Heil auf die neue Saison.